Stell dir das vor. Es ist wahrscheinlicher, in einem Café auf ein Einhorn zu treffen, als am Meeresboden ohne Luftzufuhr länger als eine halbe Stunde zu überleben. Aber manche Menschen haben gleichzeitig so viel Glück und Pech. Nehmen wir zum Beispiel Chris Lemons. Chris Lemons ist ein gewerblicher Sättigungstaucher, dessen Leben sich im September 2012 änderte. Es war ein ganz normaler Arbeitstag für ihn und seine Kollegen Duncan und David. Sie saßen in einer speziellen Kammer auf dem Schiff über der Tauchstelle. Dann betraten sie eine Tauchglocke, zusammengedrängt wie Sardinen in einer Dose. Diese ist wie eine weitere Kammer, die vom Schiff herabhängt, welche sie nutzen, um zur Tauchstelle zu gelangen. Diese Kammer ist wie ein Greifautomat, den man zum Fangen von Spielzeug benutzt, aber statt einer Kralle hat sie am Ende eine kleine Kammer. Sie kamen am Tauchplatz an und Chris sowie Dave bereiteten sich zum Tauchen vor. Duncan blieb in der Tauchglocke, um die Ausrüstung und den wichtigsten Teil zu überwachen, das Nabelschnurkabel. Dieses Kabel versorgt die Taucher mit Sauerstoff, Wärme und Strom für ihre Lampen, denn in solcher Tiefe ist es sehr dunkel. Daher ist es wichtig, dass jemand die Situation überwacht, da das Leben der Taucher davon abhängt. Um den Prozess besser zu verstehen, müssen Sie mehr über gewerbliches Sättigungstauchen wissen. Im Büro den ganzen Tag zu sein, ist viel sicherer, als ein kommerzieller Sättigungstaucher zu sein. Es sei denn, dein Büro befindet sich in einem Löwenkäfig. Sättigungstauchen ist so selten und gefährlich, dass du wahrscheinlich gerade erst davon gehört hast. Man muss tief in den kalten Ozean tauchen, um an Ölleitungen zu arbeiten. Tauchen kann generell riskant sein aufgrund einer Erkrankung namens Dekompressionskrankheit. Taucht man zu tief und steigt zu schnell an die Oberfläche, können sich kleine Stickstoffbläschen im Körper bilden, die ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen können oder schlimmer. Das ist für gewöhnliche Taucher kein Problem, da sie nicht annähernd so tief tauchen wie Sättigungstaucher. Sättigungstaucher gehen von 200 Metern bis zu 305 Metern unter Wasser. Das ist fast so hoch wie das Empire State Building. Das Auftauchen aus dieser irren Tiefe kann bis zu 2 Wochen dauern. Es dauert weniger Zeit, zum Mond zu fliegen und zurück. Es ist nahezu unmöglich, 2 Wochen lang im Wasser zu bleiben. Daher haben Taucher einen einzigartigen Trick, der sie am Leben erhält. Eine Kammer, die so clever konzipiert ist, dass sie denselben Druck wie am Meeresgrund aufweist. Sie verbringen Monate in dieser Kammer. Die Kammer ist isoliert. Es ist wie im Gefängnis zu sein, nur viel schlimmer. Man kann unter keinen Umständen herauskommen. Die Welt könnte in Flammen stehen, aber man müsste drinnen bleiben oder sterben. Das Gute ist, dass die Taucher dort Internetzugang haben. Die Kammer ist mit einem Gemisch aus Helium und Sauerstoff gefüllt, daher wirst du lustig klingen, wenn du deine Familie anrufen möchtest. Die meisten Taucher rufen niemanden an, weil es Spaß macht, Helium einzuatmen und für kurze Zeit mit einer lustigen Stimme zu sprechen, aber es über Wochen hinweg zu tun, ist nicht sehr angenehm. Jetzt wissen Sie mehr über diese Art von Job und wie gefährlich er ist. Dank all dieser cleveren Tricks können Taucher ihre Arbeit verrichten, ohne bedeutenden Risiken ausgesetzt zu sein. Aber manchmal sind schlechte Dinge unvermeidlich. Lassen wir uns also zu unserer Geschichte zurückkehren. Chris und Dave mussten einen Rohrabschnitt austauschen und Routinewartungen am Grund der Nordsee durchführen. Für sie war das so einfach, als würde man einer Katze beibringen zu schlafen. Doch das Wetter über ihnen war nicht so gut. Es gab starken Wind und Wellen, die 4 Meter erreichten. Andererseits war solches Wetter typisch für die Nordsee. Also, es gab nichts Ungewöhnliches, um das man sich Sorgen machen musste. Das Schiff, das die Mission durchführte, hatte eine verrückte Funktion, ähnlich einem Autopiloten. Egal wie viele Wellen es gab, es hielt das Schiff stabil. Der Tauchgang verlief reibungslos, bis der Alarm plötzlich zu piepen begann. Dave und Chris kletterten sofort hoch. David erreichte sicher die Glocke, aber Chris' Seil verfing sich am Rand des Verteilers. Und egal was er tat, er konnte es nicht lösen. Er dachte, das hätte nicht passieren dürfen, da genügend Slackline vorhanden war. Er konnte hören, wie das Seil straffer wurde. Dann wurde ihm klar, dass das Schiff sich in Bewegung gesetzt hatte. Er war im Grunde genommen zu einem Anker geworden. Und wie wir alle wissen, sind Menschen nicht dafür geschaffen, Anker zu sein. Das Seil riss und er fiel auf den Grund des Meeres. Dies war die schlimmste Situation, die ihm passieren konnte.
Er hatte alles verloren. Sauerstoff, Kommunikation und Wärme. Das bedeutete, dass er entweder erfrieren oder ersticken würde. Er hatte etwa 5 Minuten Notfallsauerstoff. Aber das war bei weitem nicht genug, um zu überleben. Chris musste zum Verteiler hochklettern, um gerettet zu werden. Aber als das Seil riss, erlosch sein Licht, sodass er im pechschwarzen Meer gehen und sich tastend orientieren musste. Chris konnte nicht einmal seine Hände sehen, aber er schaffte das Unmögliche und kletterte zum Verteiler hoch. Die Probleme endeten leider nicht dort. Er befand sich in der schlimmsten vorstellbaren Situation und niemand konnte ihm sagen, was zu tun war oder was geschehen war. Jeder Atemzug war wertvoller als ein Eimer voll Gold, also musste er extrem langsam atmen. Chris hatte, als er hochkletterte, nur noch 2 Minuten Sauerstoff übrig und nach einiger Zeit, als er keinerlei Anzeichen eines Rettungsteams sah, verlor er jegliche Hoffnung. Das Schiff, das ihn retten sollte, befand sich im Chaos. Sie konnten nicht stabil bleiben, um ihn zu finden. Alle Umstände waren zu diesem Zeitpunkt gegen Chris. Das Einzige, was zu seinen Gunsten war, war, dass das Schiff ein kleines U-Boot hatte, das ferngesteuert werden konnte, und die Besatzung konnte sehen, was ihm passiert war. Sie erreichten den Tauchplatz, und es war wie das Ansehen eines Horrorfilms. Man kann nicht wegsehen und man kann es nicht ungesehen machen. Sie erwarteten alle, den Taucher in schlechtestem Zustand vorzufinden. Durch ein Wunder bewegte er sich noch, doch nicht mehr lange. Hunderte von Menschen waren am Bildschirm gefesselt und sahen zu, wie ihr Kollege litt. Sie waren nicht weit vom Ort des Geschehens entfernt, konnten jedoch nichts tun, um ihren Freund zu retten. Nachdem das Schiff stabilisiert worden war, gingen sie dorthin, wo Chris war. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie alle Hoffnung verloren und waren darauf eingestellt, den Körper zu bergen. David hatte den Auftrag, Chris zu holen. Er war angespannt, hatte sich aber mental auf die bevorstehende Herausforderung vorbereitet. Etwa eine halbe Stunde später erreichte David schließlich das Ziel. Er packte sofort Chris und stieg in die Taucherglocke. Duncan wartete dort bereits auf sie. Als sie ankam, nahm Duncan sofort Chris' Tauchmaske ab. Was sie sahen, war entsetzlich. Chris' Gesicht hatte nicht die übliche Farbe und er war kalt. Er sah aus, als wäre er verstorben. Duncan hatte versucht, ihm erste Hilfe zu leisten und plötzlich sprang Chris auf, lebendig wie eh und je, und setzte sich auf seinen Platz. Dave und Duncan waren schockiert. Chris schien völlig in Ordnung zu sein. Er wurde von unzähligen Ärzten untersucht und für so gesund erklärt, wie es jemand sein könnte, der eine halbe Stunde ohne Luft ausgekommen war. Gegen alle Wahrscheinlichkeit hätte er nicht länger als 3 Minuten ohne Luft überleben sollen. Bis heute weiß kein Wissenschaftler, wie er überlebt hat. Es könnte daran gelegen haben, dass er einer hohen Sauerstoffkonzentration in der Kammer ausgesetzt war und zudem ein überdurchschnittlich hohes Sauerstoffniveau in seinen Lungen hatte. Die niedrige Temperatur könnte seinen Stoffwechsel verlangsamt und ihn davor bewahrt haben, zu viel Energie zu verlieren. Aber niemand weiß es genau. Man könnte denken, dass er nach diesem Erlebnis nie wieder tauchen würde. Doch er arbeitet noch immer als Sättigungstaucher und hat keinerlei Absicht aufzuhören. Er kehrte sogar an den Ort zurück, der ihn beinahe zerstört hätte, und vollendete die Arbeit, die er begonnen hatte. Wow!